Thank you.
Der stimmt mal schon, ne? Ja, und wie kommt man da hin? Den man nicht gehalten hat und runtergezogen war, weil den Winkel so schlecht hatten. Ah, so. Der ist mit der Front wieder reingerutscht, das Loch. Ah, so ist die Situation entstanden. Ach so. Ja, ist schon ein geiler Winkel. Ja, Leute. Sieht da geil aus. Ich weiß gar nicht, ob der Winkel so rüber, kommt. Ich knie mich mal hin. Ich drehe mal. Sieht schon geil aus. Ja, losmachen würde ich die nicht. Ist schon. Sieht gut aus, oder? Ja, das hat was. Ja, sowas hast du nicht oft, ne? So eine extremen. Da muss ich ja mal irgendwo abheben von der Masse. Richtig. Das kannst du nur so, anders geht das nicht. Du brauchst kein teures Fahrzeug kaufen, du musst nur geil dastehen. Ich hätte das auch noch mal gehört. YouTube. Achso. Buggy Atze. Da findest du das alles. Wie? Buggy Atze. Ja. Steht auch auf meinem Fahrzeug drauf. Ganz einfach. Bagger und kurz mal rausgezogen. Das war's. Schon steht das Fahrzeug wieder gerade. Schöne Sache. Jawohl, weiter geht's. Und viel Spaß. Und schön vor. So Leute. Der EC-Automat oder was war da gerade? Peter, gerade 10 Minuten hier im Gelände.
hat auch ein schönes 900er Polaris. Ja, und das ist, das wird da draus. Das wird da raus, wenn man 10 Minuten im Backwards fährt. Ist ja krass. Also den Antrieb hat er schon rausgezogen, ne? Hier ist die Lenkstange hier. Ne? Hat jetzt 90 Grad Winkel. Super. Weil vor allem da, wo ich gerade durchgefahren bin, ist der Stachel auf. Ja, genau. Ich weiter. Hast du noch eine mit? Könntest du jetzt, wenn das Wasser gerade ist? Das habe ich gar nicht. Brauche ich nicht, weil ich noch nie kaputt gemacht in meinem Leben. Das könntest du versuchen. Wir fahren wieder runter und da hoch. Nein, hier hoch. Und woanders kriegst du das nicht lang. Du hast doch aber Allrad drin gehabt, oder nicht? Wie? Ja, aber es nützt ja nicht, wenn der Draht drauf steht. Nee, aber es muss ja auch... Oberhalb der Radmitte war noch steil. Ja.